Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute koche ich für euch ein indisches Gericht, und zwar eine Kartoffel-Tomaten-Raita. Eine Raita ist eine Beilage oder ein Dip, der mit Joghurt gemacht wird. In unserem Fall verwenden wir hier Sojajoghurt. Die Raita dient in der indischen Küche, um die Schärfe in anderen Gerichten zu neutralisieren. Dieses Rezept ist außerdem wirklich sehr einfach und schnell gemacht. Also, lass uns gleich loslegen. Nun erhitze ich in einer Pfanne etwas Sesamöl. Sobald das Öl heiß ist, gebe ich die schwarzen Senfsamen in die Pfanne und dünste die für ungefähr 2 Minuten. In der Zwischenzeit reibe ich schon mal den Ingwer. Nun habe ich den Ingwer und etwas Kreuzkümmelpulver dazugegeben. Das Ganze wird nun 30 Sekunden mitgedünstet. Nun lösche ich mit Kokosmilch ab. Nun kommen die Edelhefeflocken dazu. Und das Xylitol. Da fehlt noch etwas Salz und Pfeffer. Nun leere ich die Soße in eine Schüssel. Jetzt mache ich die Pfanne noch mal kurz sauber. Als nächstes erhitze ich etwas Kokosöl in der Pfanne. Sobald das Öl heiß ist, gebe ich die halbierten Datteltomaten dazu. Danach werden die Tomaten auf einen Teller gegeben. Ich erhitze nochmal etwas Kokosöl in der Pfanne. Jetzt gebe ich die Kartoffeln dazu. Die sind schon gekocht und auch schon abgetropft. Die Kartoffeln werden nun während ungefähr 6 Minuten leicht goldbraun angebraten. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal den Koriander. So, perfekt. Die Kartoffeln sind nun leicht goldbraun. Als nächstes gebe ich den Sojajoghurt zu der Kokosmilchmischung. Dann vermenge ich das Ganze. Noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Als nächstes gebe ich die Kartoffeln in die Schüssel. Nun hebe ich noch die Tomaten unter. So, wir können anrichten. Schmeckt angenehm mild
aber auch erfrischend und ja, einfach ein tolles Reiterrezept. Wenn ihr weitere Gerichte wie dieses wollt, zum Beispiel indische Gerichte oder was auch immer, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr einen riesigen Rezeptkatalog und ganz bestimmt sehr vieles, was euch auch schmeckt. Das war's von mir und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.